Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mit Nancy unterwegs und wir sind hier auf der Farm. Der Killer hat die korrupte Intervention dabei. Ich habe Niederwild dabei. Vielleicht kann ich dann zumindest in der Zwischenzeit ein Totem finden. Dann sind wir schon mal bereit, die innere Kraft zu nutzen. Mal schauen, ob es... Oh, der Doktor. Pling. Genau, mal schauen, ob es irgendwo Pling sagt. Ja, moin. Ja, der ist auch dicht. Da sind sie. Der ist zu. Wir rennen mal hier lang. Pling, okay. Ah, da. Nice. Da sind schon mal immerhin zwei Totems weg. Und dann könnten wir gleich mal gucken, ob wir irgendwie einen Generator finden. Ansonsten, wir haben noch mit dabei. Selbstsicher? Heißt es selbstsicher? Ich glaube ja. Und beweise dich. Also, mal gucken, ob wir jetzt irgendwie. Gemeinsam mit dem anderen, dass der vierte Totem oder das vierte Totem, was jetzt weg ist, krass. Mal gucken, ob wir gemeinsam mit irgendjemandem arbeiten können. Das hier müsste jetzt ja ein Generator sein, der schon mal frei ist. So, dann gehen wir direkt mit dem nagelneuen Teil hier ran. Das haben wir nämlich dabei, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, ich habe ein paar noch auf Nancy rumfliegen, deswegen. Und dann wird erstmal jetzt hier ein bisschen gegeiert, ne? Mit Beweise dich, das läuft. Also wir müssen nur noch ein Totem finden, dann ist Nöd auch schon mal Geschichte. Das ist echt krass. Also die Leute haben hier fleißig die Totems gemacht. So. Der Typ wurde jetzt geschlagen. Ist auch komplett im Dingens hier, im Wahnsinn verfallen schon. Und es bleibt uns eigentlich ja gar nichts anderes mehr übrig dann, außer jetzt die Gems durchzuknüppeln. Weil wir haben die Totems halt gemacht. Bis auf eins. Aber das finden wir auch noch. Wir haben ja Niederwild dabei. Das heißt, ja, das Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, ist Leuten helfen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Wir sind ja zumindest mit der Zielkategorie gleich schon voll. Dadurch, es ist so krass, ey. Wenn du Beweise dich dabei hast, habt ihr ja gesehen, wie schnell wir jetzt da auf einmal unsere 5.000 oder 6.000 Punkte schon bekommen haben durch. So, und wir sind auf dem Weg, den zweiten Gen fertigzustellen. Schauen, wo der andere jetzt an Haken kommt. Hoffentlich nicht im Keller. Ah, oh, das ist das zweite. Okay. Naja, ich hab's ja gecallt. War vielleicht auch meine Schuld, ich weiß nicht. Mal schauen, wo er hingeht. Wenn er jetzt da hinten rüber geht, wo gerade der Generator gemacht wird, durch Barbecue könnte er unseren wunderbar entzückenden Hintern noch gesehen haben. Ist er da gerade links rumgegangen? Also den Gen hier schaffen wir auf jeden Fall. Und dann rennen wir einfach mal los. Wir hinterlassen jetzt ja für ein paar Sekunden keine Sprintspuren. Ach, guck mal hier. Da wird gerettet. Aber der Killer ist scheinbar direkt auch am Start. Campt er da wohl? Hat den einen Typen jetzt geschlagen. Lass uns mal einen Gen rangehen, Leute. Da vorne sind sie. Wieder die nächste geschockt. Ich glaube, der bewacht den. Macht den Eindruck. Campender Killer. Ja, geil. Ah, der andere hat versucht, sich selber zu befreien. Und ja, gibt auf. Geil. Wäre cool gewesen, wenn er uns einfach jetzt noch ein paar Sekunden rausgeholt hätte, zumindest. Und nicht aufgibt. Das ist halt das Beste, was im Campenden Killer passieren kann. Entweder wenn die Leute alle zum Haken halt hinrennen und sich knüppeln lassen, so dass er aus einer Person dann zwei Leute macht, oder halt eben, wenn der Typ, der dann gecampt wird, einfach sich sterben lässt. Schneller und besser kann der Killer dann ja nicht an Punkte kommen. Ist halt irgendwie immer ein bisschen schwierig, aber einfach in den sauren Apfel beißen, 2 Minuten fürs Team rausholen. In der Zeit können die Leute schon so zwei, drei Gens fertig machen, wenn sie sich beeilen. So, und sie beeilt sich. Sehr gut. Sie will nicht geheilt werden. Wenn sie möchte, heile ich sie hier gleich, nachdem wir den Gen sonst gemacht haben, wenn sie Bock hat. GG. Ich weiß nicht genau, wo sie rumrennen. Ah, okay, hier vorne bei uns in der Nähe. Soll ich dich hochheilen oder nicht? Oder machen wir den nächsten Generator?
Ne, sie will geheilt werden. Okay, machen wir schnell. Geht ja zügig. Wir dürfen nicht vergessen, ein Totem... Ah, shit. Ein Totem steht noch. Wahrscheinlich. Also kann natürlich auch gut sein, dass die anderen Leute das schon weggenommen haben. Gehen wir da in die Hütte rein. Der ist, glaube ich, komplett zurückgesetzt. War er, glaube ich, vorhin schon. Deswegen bin ich nicht hin. Ich habe gesehen, dass die Dinger halt da... Ist das eine echte Palette noch? Halte durch! Hab ich's schon wieder gejinxt? Halte durch! Person liegt auf dem Boden. Ups. Entschuldigung. Okay, halte durch! Ja, kämpfe! Gib dich nicht auf! Wir machen den Generator fertig und dann hauen wir ab, Kappa. Mal schauen, ob er wirklich einfach wieder campt. Scheinbar nicht. Ich renne rüber und helfe. Ja, er ist noch da hinten. Okay, helfen sollte zumindest klar gehen. Müssen wir mal gucken, ob wir die andere Person dann gleich auch nochmal retten müssen. Hier ist übrigens das letzte Totem, Leute. Da hat es gerade Pling gesagt. Oh, guck mal, hier ist noch ein Gen. Der ist natürlich richtig geil weit weg. Ich nehme kurz das Totem aus dem Spiel. Weil ich ein bisschen die Sorge habe, dass hier noch die Nötschelle sonst kommt. Weil den letzten Gen sollten wir schon fertig bekommen. Guck mal, die sind... Oh. Tunnelpunkt Exe wurde gestartet. Dann renne ich wieder zu dem Generator. Er hat, glaube ich, Pop Goes the Weasel dabei, ne? Zumindest sah es vorhin so aus. Kann auch durch den Spannungsstoß, aber... Ne, guck mal hier, Pop Goes the Weasel, ja. Okay, Mac, kommen Sie ran. Hoffe, dass er wieder ein bisschen durchhält. Weiß nicht genau, wie viele Paletten noch hinten sind. Ob er noch irgendwie hart im Nehmen oder so eine Späße dabei hat. Aber selbst wenn er ihn jetzt umklatscht, ich glaube, wir sollten es fertig bekommen. Wenn er Adrenalin... wird aufgepickt. Shit. Okay, ich renne mal rüber. Sie rennt. Der hätte Adrenalin sogar gehabt. Oh, das ist jetzt natürlich bitter. Jetzt hat er es... Hat er es ihm geklaut quasi. Da vorne war er. Ich gehe mal hier ran, ich baite ihn mal. Ausgänge kann er relativ gut einsehen. Ah, die Mac ist da am Haken. Shit, jetzt kriege ich nicht mehr so wirklich was mit. Die ist down. Die wurde weggegrabbelt. Jetzt kommt's auf uns an. Okay. Dachte der, der ist im Schockenmodus oder was ist hier los? Da ist er. Ich renne jetzt rüber. Erstmal die Mac und dann... Dann den Haken notfall. Nein, warum? Ich wollte ihm auch noch helfen. Mac, lauf. Ich kann aufmachen. Nach. Okay. Ja, okay, schock mich. Mac, komm her. Die Punkte gebe ich dir. Die Punkte gebe ich dir. Kannst du mich gerne noch weiter schocken? Ja, ja, die Punkte, die gönne ich dir doch. Ja gut, die Mac kommt nicht her, leider. Ich meine, sie hätte es wahrscheinlich eh nicht geschafft. Der andere Ausgang ist ja noch zu. Ah, ärgerliche Runde. Wie gesagt, schade halt, dass der eine sich gesagt hat, okay, ich lasse mich jetzt sterben. Wenn der noch ein bisschen Zeit rausgeholt hätte, vielleicht hätte das dann gepasst. Hinten raus mit dem Adrenalin bei dem anderen, man weiß es nicht. Ja,
War jetzt nicht so spannend. Schade halt, dass er noch die Mag auch noch bekommen hat. Sie wurde weggegrabbelt, glaube ich, ne? Als sie da helfen wollte. Wollte gerne eigentlich nochmal sehen, was er für Perks dabei gehabt hatte. Rin ist gleich DC. Tja, zum Glück hat keiner von den Survivern Rin gespielt, ne? Adrenalin hatten sogar beide mit dabei. Hat ihn nehmen. Ach ja. Nun gut, so, er hatte Nöd noch dabei. Das schrie aber auch schon nach Nöd. Und ansonsten wussten wir die anderen drei Perks ja bereits. Ja, gut, Leute, dann bin ich raus. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin macht ihr euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Tschüss, tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich natürlich wie immer über Likes und Kommentare. Danke für die Aufmerksamkeit und vielen Dank an Tossi und die Kanalmitglieder für den Support. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.